Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Immer noch im Guardia-Schacht. Ja, wir haben wieder etwas mehr über Lambda herausbekommen. Also Begegnung mit Sophie und Lambda von vor, weiß ich nicht, 1000 Jahren ungefähr. Und der Begegnung zwischen Richard und Lambda. Ich muss mich mal am Ellbogen kratzen, Entschuldigung. Anscheinend war das Verlangen nach dem Leben so groß von den beiden, dass die Verschmelzung von denen einfach so stattgefunden hat. Ich kann sowas nicht interpretieren, mein Gott. Ich bin nicht so gut, in sowas zusammenzufassen, mein Gott. Tut mir leid. Ich gucke aber die letzte Folge an. Problem gelöst. Okay, was haben wir hier? Ein Arithmos-Kern, okay. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Oh Gott. Ich habe 4 Tränke des Lebens. Und Elixiere, die können auch wieder das Leben einen kaputten Mitstreiter wieder beleben. Aber so gerne möchte ich das eigentlich nicht einsetzen. Oh. Guckt euch das mal an. Wir können jetzt einfach hier durch den ganzen Guardia-Schacht durchcruisen. Okay. Tränke des Lebens 4. Okay. Da passt. Wir dürfen nur nicht ein paar Mal verrecken. Wenn sonst nichts ist, für wen fehlt eigentlich noch eine Waffe? Für Malik, ne? Und für Espel. Aber ich glaube, für Espel gilt das Excalibur, ne? Na gucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir den Kampf überhaupt schaffen. Weil ich habe da so meine Bedenken. Ja, komm. Jetzt schaffen wir auch noch. Das ist der Phantasion. Legendäres Eismonster, eine Phantasia-Sage, überwacht die Klinge der Reinigung. Tales of Phantasia. So gegen E-Arzt, ja, danke. Bis gegen E-Arzt, danke. 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 Da kann ich so oft rumballern. Bis gegen Verbrennung, sagt er doch gleich. Da kann ich ja einen Schwung voll einsetzen. Oh mein Gott, das war knapp. Einfach den Angriff spam. Na, es wird gut. Wow, irgendwie ist der schwach. Gehen wir zu den ersten. Zum vorherigen. Aber es ist auch der erste, ne? Also Phantasia, Tales of Phantasia war das erste Tales of Spiel, falls ihr das nicht wusstet. Aber ich eigentlich, kennen sich einige Leute bestimmt viel besser in der Serie aus als ich. Ich habe die Serie erst ab Vesperia kennengelernt. Vesperia habe ich nie gespielt. Weil ich kein Xbox 360 habe. Autsch, warum? Na, na. Oh, perfekt. Ich will eigentlich mit Espel spielen, danke. Oh, Sophie. Und ich bin geil, danke. Mein Gott, Sophie. Warum verreckt sie so schnell? Wutsch. Oh Gott, was zum kann man sich treffen? Da gibt mir. Oh. Oh Gott. Hi, bitte, Sophie. Ich überlebe das schon, danke, Sharia. So, bitte, Sophie, einmal wieder beleben. Und weg. Aber. Der Bestatter. Der Undertaker. Ja, das Unternehmer. Okay, dann geben wir noch mal Malik, den Zerschrotter, der Bestatter. Aufgänge mit der Kraft gesegnetes Geister zur ewigen Ruhe zu schicken. Dann bekomme ich jetzt so typabhängige Waffen? Ich verstehe das nicht. Egal. Ich gegen dich eigentlich schon gekämpft, gegen die Schildkröte hier. Glaub nicht. Egal. Es gibt Sachen, die sollte man nie erkunden. Alles klar, wir haben keinen Trank des Lebens verbraucht. Ich war irgendwie gut. Ich glaube bloß nicht, dass ich so in dem Zustand zum finalen Boss gehe. Weil er steht nämlich genau vor der Türe. So, machen wir noch ein paar hier platt.
Was verreck ich? Das wär's jetzt. 40.000. Einfach abwehren den Zauber, genau. Ja, falls es jetzt zu brenzlig wird, dann hau ich wieder ab. Aber die Gegner haben wir noch nicht, deswegen. Mein Gott. Kannst du das wagen? Destroy it all! Okay, hier geht mir auf die Nerven, ich erinnere mich. Schießt die ganze Zeit mit euren verdammten Körper. Einfach so, wenn ich irgendjemanden kaputt kloppen will und dann schießen die von hinten. Voll unverschämt. Oh Gott, warum ausrechnet jetzt noch? Verreck! 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 Oh mein Gott, der kriegt doch gar nichts abgezogen. Oder doch, irgendwie schon. Ich bilde es mir wieder nur ein. Ich weiß, wo ich offscreen trainieren werde. Falls ich das überhaupt noch nötig habe. Ja, irgendwie schon. Ging noch voll aufs Maul. So, Gabelung, Gabelung. Nichts. Warum nichts? Okay, warum ist denn nichts? Verstehe ich nicht. Gegen die Gegner werde ich wahrscheinlich offscreen kämpfen oder so. Und die Analysen von denen ja anzeignen. Jetzt ja aneignen, aber die Daten von denen. So, hi. Warum jetzt noch? Bleib doch nicht hier, Mann. Und ich gehe jetzt in den Zustand zum finalen Boss. Eieiei. Wie weit wird es wohl noch gehen? Komm immer näher. Ja. Ich wollte eigentlich noch. Okay, ein Proserpina, was weiß ich. Ein Drache. So, zack. Übelst gegen uns natürlich, okay. Ich glaube, ich bin einfach kaputt und hoffe, dass es gut gehen wird. Oh, du bist verbrannt. So ging. Aber sind alle gegen Verbrennen auf einmal anfällig. Ob die wussten, dass ich eine Schwung hier nur lerne im letzten Moment vom finalen Kampf. Aua. Hör mal, ich hämmer die ganze Zeit auf den einen, aber interessiert ihn überhaupt nicht. Aha. Kannst du mal so tun, als würde ich dich angreifen, ey. Der geht gar nicht auf mich los. Ich bin hier, Mann. Wir wollen die eigentlich immer von meinen Fernkämpfern und Magiern. Ja, super. Ich habe L1 gedrückt, aber hat sich erst mal gedacht, nein, nein. Das kann ich ewig machen. Vor allem die ignorieren mich hier vor Gott. Die greifen überhaupt nicht mich an. Könnt ihr mal auf mich losgehen? Ich habe keinen Bock, euch die ganze Zeit hinterher zu rennen. Auch wenn ich von hinten angreife. Gibt's doch einfach nicht. Wie unverschämt. So unsympathische Gegner habe ich ja noch nie getroffen. Da. Er hat mich kurz bemerkt und dann ist er wieder auf einen anderen losgegangen. Ich kann den Angriff die ganze Zeit einsetzen, wenn ihr wollt. Habe ich nichts dagegen. Vor allem der, auf den ich die ganze Zeit auf reinhämmer, ne? Der hat noch
voll viel AP. Verstehe ich nicht. Zack. Komm her. Komm her. Be gone. What? Ah. Nix da. Kein Nova. War das schon. Okay. Nio. Kommt so. Der Kampf dauert irgendwie ewig, ne? Wir kommen gar nicht weiter. So gegen Lehm? Nein, schade. Ach, Cherry greift irgendwie nicht mehr an. Geil. Ich glaube, ich habe sie so eingestellt, ne? Wegen dem Training, genau. Herr Munda! Warum wir es hier so schwer haben? Cherry greift nie an. Ist halt schön, dass ich das jetzt bemerke. Jetzt greift Cherry an, glaube ich. Jetzt richtig schön, ey, wenn du merkst, dass einer der Charaktere nicht angreift. Den habe ich ja im Training gemacht, damit die Gegner nicht wegkillt. Gibt's doch einfach nicht. Jetzt habe ich schon wieder Ziel gewechselt, ey. Deine war schon fast tot. Hey, Malik ist jetzt so. Was? Mein Gott, meine Güte, meine Güte. Zeig's jetzt mal, endlich. Ne, immer noch nicht. Super. Bleibst du hier? Also der Kampf wäre wenigstens wesentlich einfacher, wenn ich euch nicht alle hinterher rennen müsste. Danke. Zack. Ja, sagen vom finalen Boss kommt noch eine kleine Trainingseinheit. Wenn jetzt die Gegner hier schon. Er ist jetzt zusetzen, aber die frecken einfach nicht. Ja, einmal Indignation drauf und alles ist viel besser. Habe ich noch gar nicht gesehen in den letzten Parts. Wir schon ein paar Stunden hier am Aufnehmen, die ganze Zeit im Guardia-Schacht. Mein Gott, jetzt spammt er auch nur noch. Von wem hat er halt bloß? Mein Gott, guck ich mal, wie viel SK. Der wird einfach jeden Angriff ab. Jetzt nicht mehr. Was kommt der noch? Bams. Utschraka. Ah, schön. Ei, ei, ei. Ich will da raus. Oh, da hinten, ich sehe schon. Es ist nicht mehr weit. Naja, mir noch ganz viele Bosskämpfe kommen. Ey. Da ist aber unnötig langsam. Und wir sind da. Ja, da hinten, wenn wir da weitergehen, dann kommen wir zum letzten Kampf. Hm. Soll ich das Skit jetzt schon machen, oder? Ja, mach mal. Wofür wir kämpfen? Close proximity to the Lestalia will make Richard even more powerful than before. He wasn't exactly holding back when we fought in the cocoon, but this time he'll be fighting for his life. As will we, brother. And therefore we shall not lose. Exactly. We will not lose. I've spent my life trying to get stronger in order to protect my friends. Today, I fight with that power. I fight to ensure the promise I made to Kurt. I fight to protect Asbel and Richard and everyone. Our reasons for fighting can be different, as long as it brings us all together. Yes, find the thing you hold in your heart and never let it go. Let's do this. All right, stay focused, everyone. Our final battle begins now. Ich denke nicht. Ja. Wir könnten jetzt zum letzten Boss gehen, aber es gibt da noch so viel zu tun. Ich meine,
guckt euch doch das mal an, ne? Hier, guckt euch das mal an, nein. Oh Gott. Ja, aber wenn jetzt noch nicht im Part, wir können den jetzt nämlich ganz nach oben wieder zurückgehen. Und hier kommen und gehen, wann wir wollen. So einfach. Schön. Wir können doch nicht von hier aus teleportieren. Wir können jetzt einfach noch mal durch die Gegend latschen, wie wir wollen. Ja, Sachen kann ich nicht erledigen. Ich guck mal auf Screen, ob ich die ganzen Dinger hier herstellen kann, aber ich habe so das Gefühl, nein, noch nicht. Ich habe das feinste Fall. Ja, gehen wir das mal abgeben. Mein Gott. Nein, machen wir. Wo muss ich jetzt nochmal mit dem Excalibur hin? Genau, zur Amasianischen Enklave. Ich möchte doch schon gut Schwert noch für Espel bekommen. Die Aufseherin hat ja gesagt, wenn wir mit irgendeinem so Metall zurückkommen, dann können wir das Schwert zu ihrem Folgen ganz wieder zurückbringen. Das wäre doch gut. Ah, schön. So, dann weiß ich nicht. Oh, hi. Zeitreisender. Oh, ich kann mir schon vorstellen. 100 Stunden ist viel Zeit für dich, aber für die Gruppe nimmt die Reise kein Ende. Ja, wir spielen schon 100 Stunden. Was? Kommt mir irgendwie nicht so vor. Okay, der meiste ist wirklich alles so Offscreen-Farmerei. Oh ja, 100 Stunden. Mein Gott, das Spiel ist schon 100 Stunden lang. Ihr meint das hier? Genau, damit können wir das Schwert reparieren. Bitte wartet hier. Die Aufseherin sagt, sie wird das Schwert selbst reparieren. So etwas hat sie seit 50 Jahren nicht mehr gemacht. Oh, hui. Vielen Dank. Es ist fertig. Ich habe noch nie einen derart strahlenden Glanz gesehen. Ich kann euch nicht genug danken, Aufseherin. Ebenfalls, Posson. Ich bin froh, dass ihr die Arbeit der Aufseherin aus nächster Nähe miterleben durfte. Ach, ich bin, okay. Ich glaube, es hat ihr sogar Spaß gemacht, nicht wahr, Aufseherin? In der Tat. Sie hat gesprochen, sie kann reden. Excalibur, das wieder reparierte Heilige Schwert von Aston, auch bekannt als das Elfschwert. Qualität epochal, ey. So, gehen wir das noch Espel. Mein Gott. Mein Gott, für Christ-Angriff, ey. Ja. Gegen Nova hätten wir viel früher gebrauchen können. Blah. Okay. Was können wir noch in so 10 Minuten ungefähr machen? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen gut gerüstet für die letzte Schlacht, ne? Muss ich mal kurz gucken. Was gibt es denn noch so naheliegendes, was wir machen können? Wolbrot bebt, das können wir machen. Samensammlung, magische Katar. Das kranke Kind, seltsame Leute, ach ja. Weiß nicht. Meiste zurückgelassene Fracht. Feins Zwell. Annalen der einem Messara. Okay. Ach ja, hier gibt es auch noch eine Quest, aber ja, das wird jetzt nicht mehr reinpassen in den Part. Nur sagen, ich habe auch ganz viele Sachen hergestellt. Wenn ich mich nicht irre. Zack. Okay. Ich brauche mal kurz einen Shop irgendwo. Ich will ein paar Waffen und so erstellen kann. Und ich brauche ja noch ein paar Kristalle hier für diese humanoiden Quest. Mein Gott, guck ich das mal an, ne? Wie wir verloren haben. Wie viel Geld wir bekommen haben, mein Gott. Ja, die brauche ich. Die brauche ich auch bald wieder, nehme ich an. Das auch. Und das auch.
So, warte mal, haben wir irgendwas Neues bekommen? Nö. Feinste, ja, da darf ich nicht verballern, ich Idiot. Ja, mächtigen Kristall, Plattenschwert und Balmung. Okay. Einfach mal herstellen. Kann ich jetzt mal gucken, kann ich irgendwas herstellen? So waffenmäßig. Wo ist mein Schwert? Da kriege ich noch nicht mal hergestellt. Heißes Kälte, reizend. Schlag an, ne. Heißes Kälte, reizend. Heißes Kälte habe ich mir irgendwann mal aufs Screen hergestellt. Jetzt brauche ich noch eine reizende. Aber ob ich so eine finde, das ist wieder ein Problem. Ich habe extra sogar Dingens, Bücher reingelegt, die dafür sorgen, dass ich bessere Scherben bekomme, mehr Scherben. Aber irgendwie habe ich habe jetzt sowieso nicht drauf geachtet, was ich bekommen habe. Erwachen reizend, krieg ich reizend. Wir sind schon mal der, wir sind schon unter der Hälfte. Reizend, 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 reizend. Sieht nicht gut aus, sieht überhaupt nicht gut aus. Nein, überhaupt nicht, nein, wirklich nicht. Immer noch kein reizend. Was soll eigentlich? Ich gebe mir reizend. Ich will kein magisches Verhalten. Ich will reizend. Das ist doch irgendwie Pech. Haben wir noch hier feinstes Fell bei Juliberte. Gehen wir das nur ab und dann beim Part. Ein seltenes Metall. Ja, die braucht man für die ganzen Kristalle. Ich weiß zwar nicht, welche Kristalle ich mal zwei brauche. Ich tue einfach jeden zweimal irgendwie herstellen. Das wird schon klappen. Aber irgendwas machen. Bin ich überhaupt hinten da lang? Din, 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 din. Warte mal. Wieso bin ich jetzt hier hingegangen? Boah. Man geht schon wieder aus. Ja, Zielort Gaia-Schacht. Wir könnten jetzt einmal, wir wollen das Spiel beenden. Aber. Nein. Das Projekt läuft jetzt schon seit einem Jahr. Und das kann noch ein bisschen weiterlaufen. Knuff in der Nacht. Was ist das? Lately I've been having these weird headaches when I wake up. It might be your posture. Are you sleeping in weird positions? Pascal was talking in her sleep again last night. She's always very loud. Oh, what'd I say? What'd I say? Tell me now. I've never met anyone who was so excited about talking in their sleep. You were casting arts. In my sleep? Man, I am good. And the Creus arts actually worked. Oh my gosh, her arts must be the loud noises I keep hearing in the middle of the night. Amazing. No, it's not the arts. Huh? I don't follow. The noise is me smacking Pascal around to stop her arts. Oh, I get it. So that's why my head always hurts. Thanks, Sophie. It's no problem at all. Wow, I have no idea what the proper etiquette is for this situation. Alles hat eine logische Erklärung irgendwann, Sharia. Na gut, Falls, gehen wir das mal ab. Zack. Dann weiß ich nicht. Haben wir schon wieder alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Fürs Erste. Gehen wir mal nach Land, einfach so. In der Atmosphäre. Und dann werde ich, weiß ich nicht, offscreen noch alles mögliche erledigen. Vielleicht nicht erledigen, aber vorbereiten. Damit wir es offscreen erledigen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graceff. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Mit dem Quest-Marathon. Seid drauf gefasst.